Salam alaikum und hallo. Ich wollte heute eine Schokocremetorte machen. Dabei wollte ich euch gerne teilhaben lassen. Also, ich teile die Eier in Eiweiß und Eigelb. Das Eiweiß, das werde ich schlagen. Und das Eigelb nachher rühren mit Zucker und so. Ihr werdet es sehen, wie ich das alles so mache. Das ist für den Boden. Ne? Also daraus werde ich den Boden nehmen. Ich werde es aber auch alles noch in dem Video verlinken, das Rezept. Oh. So. Gut. Das, was mir gerade passiert ist, darf euch nicht passieren. Aber ich glaube, ich kriege das Eigelb da ohne Dings raus. Hat auch geklappt. So ein bisschen, aber es ist nicht so schlimm. So. Okay. Das Eigelb, wie gesagt, werde ich jetzt schlagen. Ich konnte eine Küchenmaschine nehmen, ich habe leider nur ein Handrührgerät über meine Mutter und zu Hause so auf. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich bin nachher gleich wieder da. Bis gleich. So, das Eiweiß ist fast fest. Jetzt werde ich da etwas Zucker untermischen. Ich werde die Schale in einer größeren Schale umwechseln. Vielleicht doch besser. No. Weil wir ja noch den Kuchen, ne? Also das Mehl darunter. Jetzt werde ich in den Eigelb 120, so oder ja 120. Ich mache das diesmal nach Gefühl. Ja, weil ja noch ungefähr 120 Gramm. Vielleicht auch sogar weniger. Ne? Und dazu kommt dann noch Vanillezucker. Ich nehme dafür Dr. Oetker, aber ihr könnt auch noch anderes Vanillezucker nehmen. Ich mag dieses lieber, weil schmeckt es einfach, es ist so bei mir so drin. Das werde ich jetzt erstmal alles so vermengen. Thank you.
dazu machen. Ich verwende meistens gerne zum Backen Sanella, weil Sanella finde ich besser so als normale Butter oder ne? Also Sanella. Davon nehme ich da so ein Viertel. Gleich wieder da. So, jetzt habe ich hier Mehl, das sind 500 Gramm Mehl, 500 Gramm habe ich abgemessen. Diese 500 Gramm werde ich jetzt so durchsieben in ein Sieb, so langsam nach und nach einfügen, ne? Nicht alles auf einmal, sondern nach und nach. Werde ich ein bisschen von dem Eiweiß, was ich ja aufgeschlagen habe, dazugeben. Und dann werde ich wieder aufschneiden. Einsieben werde. Langsam nach und nach so ein bisschen. Jetzt werde ich noch etwas Milch unterheben, also unterrühren, damit es ein bisschen flüssiger, aber nicht zu flüssig, ne? Denn der Teig, der muss ja hochgehen und sollte eben nicht zu flüssig sein, es soll ja kein Pfannkuchen werden, ne? Ei dazu. Und dann wieder da. Für den Boden nehme ich eine Springform, so 26 cm. Ihr könnt auch eine kleinere Springform nehmen. Das war ein Vorführeffekt. Ist mir noch nie passiert.
werde jetzt den Teig in den in die Form geben. Und den Ofen habe ich jetzt auf 150 Umluft erhitzt. Ihr könnt auch normal auf 150 normal, also vorheizen und dann. So, jetzt ist der Teig in der Springform drin. Ich habe die Springform mit Öl ein bisschen bestrichen und mit Mehl ausgesiebt. Also an den Seiten, damit der Teig eben nicht, dass der Boden eben nicht an der Springform unten auf dem Boden festklebt. Jetzt kommt der Kuchen, also der Tortenboden für ungefähr eine halbe Stunde bei 200 Grad Umluft in den Ofen. So, jetzt bereite ich die Tortencreme vor, die Schokoladentortencreme vor. Dazu benötigt man dreimal Schlagsahne. Dann benötigt man Konfitüre. Die wird dann geschmolzen, das zeige ich euch nachher. Zweimal davon habe ich gekauft. Ihr könnt auch eine oder so nehmen. Ich wollte mal gucken, ob zwei reichen oder ob das so viel ist. Ja? Und der Sahne zum Steifen, also dass die Sahne steif wird, habe ich Sahneapart genommen. Man kann auch Sahne steif nehmen, aber ich habe das genommen. Ich habe gedacht, versuch mal, ich habe schon öfters gemacht damit und das habe ich gedacht, mach das mal wieder. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das alles so mache. Ich werde die Schlagsahne in den Topf erhitzen. Das jetzt erhitzt. Dann gebe ich 2-mal, also jetzt hier entweder 2 volle, mal wieder so ein Vorführeffekt, aber naja. Ich bin leider hier nicht bei mir zu Hause und meine Mutter, die hat nicht so Scheren. Ich habe jetzt die Schlagsahne auf den Herd gestellt und habe die jetzt angemacht. Aber nicht kochen lassen, sondern nur, dass die Schokolade dort schmelzen kann. Ich habe von der Schokolade jetzt erstmal eine ganze Konfitüre, das sind so 6, 8 ungefähr Stück drin, so Teile. Und von den anderen habe ich 4 noch dazu, auch von der anderen Packung noch 4 dazu genommen. Und ich will nämlich erstmal ausprobieren, wie das aussieht, also wie hell die Sahne ist. Okay. Zu den 3, die ich warm gemacht habe, kommt noch eine 4. kalte. Die kippe ich da jetzt rein und dann schlage ich alles, bis die Sahne steif wird. So wie ich gesagt habe, werde ich das jetzt alles steifen. So, ich habe jetzt die Tortencreme fertig. Ich habe da eine ganze Packung Sand
Apart reingemacht, Sahne apart reingemacht und 3 Packungen Sahne fest. Weil sonst wäre die Sahne, also die Creme, nicht so geworden, wie man sie haben will. Auf den unteren Boden habe ich jetzt also Erdbeermarmelade drauf gemacht. Jetzt mache ich den anderen Boden da drauf und da mache ich dann die Schokoladencreme. Das zeige ich euch später auch nochmal. So, die Torte ist jetzt fertig. Ich hoffe, dass die auch schmeckt und ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben geben oder mich sogar abonnieren. Morgen, da die Torte für morgen ist, werde ich nochmal ein Stück, ja, oder ich kann es jetzt leider nicht schneiden, also man kann es nicht sehen, dass da die Torte ja für morgen ist. Okay, dann bis zum nächsten Mal, Assalamu alaikum und tschüss. Jetzt ist der Boden fertig, ich habe ihn gerade so nach einer halben Stunde rausgeholt. Und jetzt lasse ich ihn abkühlen und dann mache ich die Schokoladentortcreme. Bis später.